Seid Nein, ihr? Haben wir gar warte, 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 ich hab doch schon von euch gehört, ihr seid diese Netherite Gang, ne? Oder? Netherite Guards. Ah, Guards, Guards, Guards. Ja, wir sind keine Gang. Aber wir sind auch hier für die Gerechtigkeit. Ach, ich dachte, ihr seid kriminell. Ah, okay. Nee, nein, Kriminelle nein, sind nein, wir nein, nicht, aber was uns hier im Dorn im Auge ist, ist dein Grundstück. Das verunstaltet nämlich ziemlich die Stadt. Ey, euer Pferd. Warum ich hab. Ey, nein, 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 nein. Aber ich sag dir ehrlich, dieses Grundstück hier. Da kann ich auch direkt. Lass das mal da stehen. Lass das mal hier gerne stehen, ja. So, direkt eins mehr. So. Okay, was nämlich, ob wir jetzt hier mit TNT das Ganze sprengen. Ja? Ich nehme sich als einfach mein Eisenhämmer raus. Oder sonst was. Das sieht hier aus wie Müll und deswegen wird dein Grundstück abgekannt. Das ist doch nur ein Feld. Nee. Oh mein Gott, nein. Nein, 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 nein. Oh mein so. Gott. Jungs, wir dürfen hier keinen halben Prozess machen hier. Ja, nimm hier schön deine Sachen auf. Die will eh keiner haben. Das gibt Krieg, das gibt Krieg. Ja, das ist ordentliches hier. Seh das als zweite Chance. So, seh das als zweite Chance. In 24 Stunden steht hier eine fette Villa. Oder hier wird alles gesprengt und abgerissen. Okay, ich weiß auch schon, welche Villa ich da hinsetze. Die baue ich nämlich von woanders ab. Das glaube ich nicht, dass du das machen willst. Oh, Alter. Demnach, ihr seid ein schönes. Das war die letzte Warnung. Das ist ja maximal illegal. Ich dachte, ihr seid fürs Gute. Ich habe hier sogar sind Geburtstagsparty. Guck mal, also ich habe zwar keinen Geburtstag, aber läuft die hier? Hallo, Kuchen? Nee? Nee, danke. Leute, ich mag keinen Kuchen. Nicht. Ich bin lackiert. Weil gerade von dir hätte ich Besseres erwartet. Junge, wir lassen uns hier nicht mehr auf der Nase rumtanzen. Genau, jeder, der neu ist, du hast macht, seit ein paar Tagen bist du hier und nichts hast du geschafft. Hier drei Beta hast du gebaut. Mann, ey. Die ganze Stadt hast du verunstaltet. Das war gelogen, dass ihr fürs Gute seid, oder? Seid ehrlich? Wir sind übel fürs Gute. Okay. Aber ist das hier gut, oder was? Dein Grundstück ist komplett leer. Ich gebe doch mein Bestes, hallo. Dein Bestes würde sein, du würdest hier Tag und Nacht arbeiten für ein cooles Haus. Okay. So, Jungs, wir rücken ab. 24 Stunden, wenn hier kein Haus steht, dann wird der Rest auch entfernt. Es gibt ja nicht mehr viel zum Sprengen. Ja, okay, dann bis morgen, bis morgen. Acht auf deinen Mund. Snoopy, genau, wie redest du denn? Candy, leg dich nicht mit denen an, die sind überkriminell. Snoopy, schnell, bevor die dich erledigen. So. Timmy, so wie du mich behandelt hast, sind wir bestimmt keine Freunde. Hey, ja, MBCam pass auf, Timmy. Ja? MBCam und Braxis haben einfach Raketen aus Lukas seinem Shop geklaut. Oh, die haben angefangen, keiner hat was gemacht. Die, ja. Die sind bei mir reingegangen, haben geklaut, er hat's gesehen und sogar aufgenommen, wir haben Beweise. Was? Ey, keiner wollte hier irgendwie Beef, die haben angefangen. Jetzt sorgen wir wieder für Recht und Ordnung. Ich wollte dich fragen, braucht man wieder eine gerechte Hand in der Stadt? Ja, muss auch wirklich sein. Schon viel ich zu will bei dir ausziehen, ja, Timmy. Ich will bei dir nicht mehr wohnen auf der ollen Yacht. Okay, oh Mann, ey, ihr seid echt böse, Mann. Haut ab, Mann. Ja, das hat das mit böse zu tun, Junge. Das ja, mal, er kriegt mit, kaputt, wie wir beklaut werden und dann heißt wieder, wir sind böse. Weißt du was? Bro, ich wurde beklaut. Es hat somit angefangen. Wir haben gar nichts gemacht von selber. Wenn ihr beklaut wurdet, seid ihr an Recht. Das stimmt, das stimmt. Ja, also. Hier muss ich euch Recht geben. Und das Grundstück von Banks, hast du das mal gesehen? Das verunstellt die ganze Stadt. Das war Natur. Das sieht jetzt nicht so schön aus, sag ich dir ehrlich. Doch. Candy, nee, du snitchst jetzt doch nicht. Ja, sehr gut, Timmy. Sieht jetzt schön aus, Mann. Bauen wir was Schönes hin. Ey. Nee, du musst jetzt doch vor denen nicht auf cool machen, damit die dich nicht mobben. Hey. Wir mobben hier gar keinen. Wir machen sorgen hier nur für Gerechtigkeit. Gut, der snitcht nicht. Das ist ja was hier abgeht in der Stadt. Unglaublich, normale Bürger. Timmy, gut, dass sehr du fair gut bleibst. Du hast mich übergesnitcht. Ja, ich weiß, es ging aber nicht anders. Sonst wäre die auch die Lofiger, Mann. Die haben Netherite, du hast nur Stahl und so. Denk doch mal nach, Mann. Wir haben auch eine Dia-Hose. Wir werden Feuer da unten. Die haben mein Grundstück gesprengt. Und haben auch noch gesagt, die sind fürs Gute. Glaube ich, höre nicht richtig. Candy, ey. Komm mal mit, wir müssen Candy suchen. Candy, der ist direkt mit Elytra abgezogen, ne? Ja, das stimmt. Candy, wo bist du? Hä, hey, hallo? Nee, du hast dich da versteckt, du Sackgesicht. Hey, Leute. Die haben mein Grundstück gesprengt, wenn du dich versteckt hast. Ja, ich hab's mitbekommen, Banks. Wir können das natürlich reparieren. Ich hab schon alles zusammengesucht dafür. Ja, Mann, ey. Ey, das müssen wir bei Crimex erzählen, ne, was die hier abziehen. Ich bin ja schließlich mit Tankstellenbesitzer. Die dürfen doch jetzt nicht einfach mein Grundstück sprengen. Genau, wir erzählen das bei Crimex. Nein, wir erzählen das nicht bei Crimex. Der war damals auch bei den Netherite Guards. Wir erzählen das bei Crime. Ich war auch bei den Netherite Guards. Ja, nee, Snoopy, du gehörst zu denen. Snoopy, der verrät das hier an die anderen. Hau mal ab hier. Snoopy, was hast du angestellt? Candy ist auch böse.
Also, Banks, wenn jemand hier mein Schwert ein, okay? Bitte, ich brauch mein Schwert. Wenn jemand einen Bauauftrag hat, einfach hier zur Firma kommen. Jawohl. Ja, ich hätte einen Kampfauftrag. Was? Was? Ja, wir sind doch zu viert. Die sind zu dritt. Wir könnten die locker klatschen. Wir können jetzt nicht da. Nee, also, nee. Das, da wäre ich raus. Das würde ich nicht. Nee, kann das nicht mehr. Ich hatte einen Bauauftrag, aber jetzt überlege ich es mir nochmal. Was? Wir haben schon Baugeräte gekauft. Wir haben Geld ausgegeben. Candy, ich komm gleich wieder. Ich muss halt mal, ja warte, wir müssen halt mein Grundstück präparieren. Die kommen da morgen wieder. Ich hau hier doch keine Luxusvilla bis morgen hin. Ja, das wir brauchen eine TNT-Falle für die. Oder irgendwie sowas. Können wir machen. Also wie gesagt, wenn du einen Bauauftrag hast, ich bin jetzt hier im Büro verfügbar. Ja, was können wir denn mal bauen? Nicht das Büro. Das sieht aus wie eine Küche, das ist nicht das Büro. Hä, Banks? Ja, das ist der Pausenraum. Du hier in meinem... In meiner Küche? Mein Pausenraum. In meinem Küchenbüro. Und auch Business-Meeting-Raum. Ja, wir müssen jetzt mal was für dich bauen. Wir müssen Business. Ja, eigentlich wollte ich eine Rennstrecke bauen, aber jetzt haben sich die Sachen ja geändert. Oh, eine Rennstrecke? Ja, wir müssen ja jetzt reagieren. Ich kann ja jetzt hier nicht einfach, die kommen morgen wieder. Was soll ich denn da machen? Ja, das stimmt. Genau, du wurdest also angegriffen, oder was? Ja, aber massiv. Die haben mein Grundstück gesprengt. Oh, was? Wer? Ja, die Netherite Guards. Nein! Hey, du hast das doch aus deinem Fenster gesehen. Ja, das stimmt, aber ich war selber mal ein Netherite Guard gewesen, aber das ist schon sehr lange her. Ich habe sogar mal einen Song für die gemacht. Weißt du, wo die Base von denen ist? Oder können wir da irgendwas... Die ist geheim, oder haben die gar keine? Ich weiß es nicht. Kannst du nicht sagen, Banks. Ich weiß nicht, die aktuell eine haben. Hm. Ich meine, was sollen wir für dich bauen, Banks? Hm. Wir bauen alles. Ja, da muss ich nochmal nachdenken. Eine Rennstrecke oder eine Riesenfalle? Ja, da haben wir natürlich erstmal, also beides, aber erstmal eine Falle. Aber habt ihr eine Idee, was wir machen können? Was ist die effektivste Falle, die ich kenne? Naja, also die krassesten Fallen sind halt mit so TNT-Loren, ne? Da kannst du einen auch mit... dass wir belauscht werden. Kannst du natürlich auch einen mit Netherite wegklatschen. Ich kenne den gar nicht, wer war das? Das war Brexit, oder? Ach so, ich hab gar nicht erkannt. Hallo. Naja, okay. Ja, was für eine Falle sollen wir bauen? Wollen wir hier erstmal alles platt machen und dann hier neu anfangen? Eigentlich wollte ich auch mein Auto craften heute. Ich habe alles gefarmt dafür. Oh Mann, ey. Hier wird alles durcheinander gebracht. Warte, ich mach erstmal mein Auto und überleg mir in der Zwischenzeit die Falle und dann können wir nochmal reden. Okay, sehr gut. Okay. Alles gleich. Boah, was war das denn für ein wilder Start, Alter. Vive, Stani und wer war der dritte? Der hat immer so mit Stimmenverzerrer geredet, diese Sau. Ey, Amir ist ja da! Ich weiß noch drüber reden, dass Amir nie da ist. Eigentlich hätte ich dem mal Danke sagen. Ich habe seine Schaffarm. Also die war schon vorher kaputt. Irgendeiner hat die vorher schon kaputt gemacht. Ich habe sie beim Versuch, sie zu reparieren, noch mehr kaputt gemacht. Ich meine, sie funktioniert noch, aber nur noch halb so gut. Aber es war nicht mit Absicht. Ich werde die auch noch voll reparieren natürlich, aber das wollte ich ihm eigentlich sagen. Jetzt ist er gar nicht mehr da, ey. Scheiße. Vielleicht hoffe ich, kommt er gleich wieder. Was haben die? Die haben Snoopy da anders hops genommen. Da rennt dann der. Ja, wer ist denn der dritte gewesen, ne? Vive, Stani? Ich weiß nicht, wer der dritte ist. Und alles okay bei dir? Ich wollte mein Haus sprengen. Boah, Alter. Haben sie es gemacht? Nee, ne? Nein. Okay. Aber sind die jetzt wirklich für das Gute? Nee, ne? Man weiß es nicht. Ich habe nur mitbekommen, dass die Braxis gekillt haben, weil er anscheinend geklaut hat, ein paar Raketen. Und diese Raketen wollte er eigentlich nur haben, damit die Reichen nicht reicher werden. Und dann haben die die Dia-Rüstung weggenommen, haben ihn gekillt. Und jetzt gehen die sich jetzt die Guten aus. Und die haben die auch angegriffen. Also ich weiß nicht, ob die gut sind. Ich sag dir ehrlich, ich werde mich davon erstmal distanzieren. Nee. Oh, das gar nicht. Nein. Hey, ja, kommt mal runter hier. Was sind die Guten? MBK, ja, ich hab kannst du doch deine Geschichte selber erläutern. Ja, aber Jungs, kommt mal, jetzt mal wirklich, kommt mal klar. Ich meine, gut, dass mit den die Reichen werden reicher und die Armen werden ärmer, das ist ja wirklich so. Und ich hätte die Raketen ja auch zurückgegeben und die kommen direkt bei mir rein, machen meine Möbel kaputt und töten jemanden auch, der nichts hat. Ich habe etwas geschenkt. Wir sind so viele, wir könnten die locker platt machen, auch wenn Candy sich hier schon wieder versteckt hat, weil der wieder nicht mitmachen würde. Aber es fehlt bei den meisten Leuten einfach an Equipment, an Sachen. Also ja, Equipment, ich habe Equipment, aber ich habe kein Netherite, ich habe nur ein paar Blöcke. Na, braucht man nicht, mit Dia, das geht auch. Ja, mit Dia reicht auch.
Alter, wir sind hier locker 7-8 Leute. Wir klatschen die hier international weg. Mike, gestern hast du mir nicht geglaubt, oder? Gestern habe ich dir nicht gestern bist du echt zu mir gekommen, hast du gesagt, ne? Ja. Warte, ich muss dir mal kurz die Chestplate geben. Aber ich werde mich auf jeden Fall, ich wollte gerade sagen, ja, aber ich werde mich, also wir beide werden uns, denke ich, erstmal ein bisschen zurückziehen und gucken. Irgendwo was Kleines aufbauen und dann einfach... Wir brauchen so einen Untergrund irgendwie. Ja, oder einen ein Untergrund. Oder irgendwas, wo die nicht wissen, wo es ist, wo wir in Ruhe uns hochfahren können und dann bam. Richtig. Ich meine, ich habe einen Eisenhelm so. Hier, warte mal, du hast nur einen Eisenhelm. Warte mal, guck mal. Vielleicht kannst du daraus irgendwas anderes machen. Wow. Gerade komplett ausgestattet. Ja, das Ding ist, guck mal, das war einfach nur meine Rede, dass die Armen ärmer werden. Und es war ja wirklich so. Man geht egal wohin, es ist alles gelootet, es ist alles, keine Ahnung, nur Böses. Also ich sag dir ehrlich, verzauberungsmäßig habe ich leider nur das da drauf. Schaut euch das mal an. Denkt ihr, damit kann man kämpfen? Ja, safe. Ja, sicher? Ja, und wenn nicht, ja, ist ja. Es Stani, seine alte Villager-Farm ist auch noch da, sein Shop. Tim. Ja, da kriegst du für einen Stick einen Smaragd, oder? Habe ich gelesen. Ja, du kannst. Da kannst du dich ja, da kannst du dich ja in 10 Minuten hast direkt, du da die krankste Rüstung. Das Ding ist, Jungs, ich habe eigentlich noch was gut bei Stani. Ich kann noch richtig oft in seine komischen Farm da reingehen und kann ein paar Verzauberungen rausholen. Aber das darf nicht auffallen, sag ich euch ehrlich, sonst haben wir Krieg mit denen. Ey, na warte mal, dann lass doch. Ja? Candy sucht doch einen Bauauftrag. Ja, der sucht. Und dann sagen wir einfach, er soll einen Unterschlupf bauen, einen geheim. So, aber dann darf dann halt keiner reinkacken und aber den. Aber Candy wüsste, wo er ist, ne? Nee, der ist gerade durchgezogen. So ein Bunker wäre eigentlich ja, echt nicht schlecht, sag ich dir. Ja. Erstmal zurückziehen. Oder wir bauen uns eine Festung. Ja, oder wir gucken. Ich wollte gerade sagen, weil Braxis und ich, also wir werden uns auf jeden Fall erstmal zurückziehen und gucken. Weil ja, die sinnvoll. Wollten mich eben gerade da oben umbringen und ich habe keine Ahnung. Also ich möchte echt nicht gekillt werden. Ja, hast du recht. Also ich meine, du bist auch gar nicht gut ausgerüstet. Du bist hier alles noch offen bei dir. Hauptsache, na, damit man die Goldkette sieht, ist doch wichtig. Nein, ich hatte gerade nicht. Nimmst den Arm, aber trägt selbst die dickste Goldkette wirklich. Krank ist das. Nein, so ist es nicht. Ich die hat er wahrscheinlich auch bei Revive geklaut, die Goldkette, sage ich, wie es ist. Ey, wir können doch, wenn die Netherite Guards sind, wenn ich Team Diamant, sag ich dir ehrlich. Diamant ist bist auch. Team Diamant? Ja, guck mal. Weiß ich nicht, ob du jetzt der Anführer bist, du. Ja, also das. Ich will auch nicht Timmy, der Anführer. Da, ich hab Netherite, also. Ja, dann kannst du zu denen gehen, ey. Ja, bist du Verräter. Verräter, ey, du 31er. Aber ich wollte gerade sagen, das, was Banks gesagt hat, ist eigentlich gar keine schlechte Idee, dass man irgendwo was anderes, Neues aufmacht. Aber keine Ahnung, also ich werde mich auf jeden Fall erstmal zurückziehen. Du? Ich dachte, wir. Ja, wir, es tut mir leid, natürlich. Ich vergesse dich doch nicht, nein. Und aber warte mal, auf euch auf. Ja? Du hast doch das Möbelhaus Idea, ne? Stimmt. Ich hab das Möbelhaus noch, ja. Der hat einen ganzen Megakonzern da aufgebaut. Erzählt dir was von den Armen. Die Armen werden ärmer, die Reichen reicher. Das Ding ist, der macht Millionenumsätze, der ist Multi. Ja. Warum schießt du so gegen mich? Ja, ich sag nur die Tatsachen hier. Ich hab's auch nicht gesehen, aber jetzt ist es eine Masche von was denn? Dir. Hast du wirklich Millionen oder hast du davon nichts gesagt? Nein, ich hab nicht Millionen. Das Möbelhaus ist so groß, das verdunkelt hier die ganze Stadt, ey. Kommt gar kein Licht mehr hin. Wo? Deswegen hast du gerade so einfach die ganzen Diamanten hier. Ja, 40 Diamanten, die sind denen aus der Hosentasche gefallen. Das ist sein Trinkgeld, was er für seinen Fahrer mitnimmt. Ich teile alles, was ich habe, teile ich mit Liebe mit euch. Okay, ich habe meine ganzen Diamanten auch komplett an Braxis verteilt. An alle stimmt. Leute, die eine Rüstung gebraucht haben. Ich habe eben gerade Banks auch 32 gegeben. Warum hast du halt eine Eisenhose? Mein Helm hey, ist kaputt. Banks hat auch Eisensachen. Was willst du damit sagen? Hä? Nein, aber guck. Ich habe ihn gerade gefragt, warum hast du eine Eisenhose? Er sagt, sein Helm ist kaputt. Helm? Nee, kann sagen, ey. Protection 2, also Snoopy, wo du kannst Candy, gerne zu den wir müssen mit denen das zusammen machen. Ah, da bist du doch, Candy. Candy, wir haben... Also, ist mute. Ja. Oh, gut, Jungs, wir sehen uns, ja? Ciao, ciao. Hat Spaß gemacht, ciao. Candy? Ja? Wir haben einen Bauauftrag. Ja, was für ein Bauauftrag? Wir brauchen einen Geheimunterschlupf für Team Diamant. Weil wer ist denn Team Diamant? Ja, das darf man jetzt so noch nicht sagen. Das ist ja top secret. Ja. Diamant. Ja, wir sind Team Diamant, ey. Ey, zieh das aus, Mann, Blackjack. Entschuldigung. Mann, ich kann dir 5 Dias bezahlen Netherite dafür. Guards und dann Team Diamant. Ja, oh genau. Mann, Leute. Findest du das gut, Candy? 5 Dias habe ich, Candy. 5. Team Diamant ist schon 32. Cool eigentlich. Ich habe 50. Du kannst dir aussuchen, Candy. Entweder du kriegst 5 Dias für den Auftrag oder du gehörst auch zu Team Diamant. Oh.
Ich würde es machen, wenn du jetzt noch einmal gleich neu reinkommst und sagst, hey Candy, ich habe einen Bauauftrag. Ja, okay. Dann wäre ich dabei. Also du meinst in die Küche, ne? Okay. Nee, tu einfach so, als hätten wir uns heute noch nie gesehen. Ah, okay. Ist ein bisschen unangenehm auch, aber gut. Okay. Boah, in diesem Raum war ich ja noch nie. Das ist eine Küche. Nee, warte mal, das ist ein Büro. Nee, Banks, nee. Ach, ganz so, neu nochmal? In unser Gebäude okay, rein. Sorry. Ah, okay. So. Blackjack, bist du bereit? Ja. So, schauen wir mal, was heute für Aufträge kommen, oder, Leute? Ja, ich hoffe, wie Aufträge? Timmy und Blackjack, ja, wir müssen. Ich habe einen Auftrag für euch, Leute, einen Bauauftrag. Wer redet denn hier? Hey, moin, ich habe euch noch gar nicht gesehen. Oha, geil. Geht's Banks, euch gut? Du bei uns, cool. Ja, pass auf, Candy, du warst doch so gebrochen, weil da der Banks gesprengt wurde, den du 5 Stunden mit deinem Kollegen gebaut hast. Ja, ich habe einen Bauauftrag für dich. Wusste ich gar nicht. Bauauftrag? Okay. Ja, aber das ist, okay. Das ist so ein Top-Secret-Level, weißt du, von so regierungsmäßig geschützt auch. Okay, dann erzähl mal, Top-Secret-Bauauftrag, jetzt bin ich gespannt. Ja, aber vertraust du hier allen? Also kann ich das hier erzählen? Wir haben hier Snoopy, ja doch, dem vertraue ich, Blackjack, Timmy, ja, Timmy, alle okay, sind vertrauenswürdig, was sollen wir bauen? Wir brauchen einen Geheim-Unterschlupf-Bunker für das neue Team Diamant. Ja, Mann, weißt du, wer Team Diamant ist? Das wer ist vielleicht der Diamant? Ja, das ist noch Secret, das darfst du noch nicht zu viel wissen, weißt du, wir müssen Team Diamant muss erst gucken, ob man dir vertrauen kann, so. Und wie in etwa möchtest du es haben? So richtig geheim, wie so ein geheimer Multimilliardär? Super Secret. Okay, super Secret. Dieses, dass das so Secret ist, dass auch wenn du weißt, wo es ist, das manchmal nicht findest. Komm mal mit. Sowas hier quasi, so Bücherregale, dann schieben die sich zur Seite. Dann ja, genau, und genau. Ah. Genau. Ja, das kriegen heißt, wir hin. Geil. Okay. Redstone, das kriegen wir hin. Super. Aber Banks, Moment mal. Ja, Blackjack, die Frage. Das ist die wichtigste überhaupt. Ja. Was ist denn jetzt? Wo soll das Ganze denn überhaupt hin? Stimmt. Top Secret, also, Blackjack. Das ist, darf doch hier nicht aus. Wir werden abgehört. Hallo. Oh, siehst Mann, du nicht die Kameras hier überall? So, die wichtigste Frage, die Bezahlung. Was kriegen wir dafür? Ich hab 5 Dias. Ich schließ mich an, Ich hab 32 Dias. 32? Nee, 50? Nein, hör auf. Also, was kriegen wir denn jetzt dafür? 100. Was kriegen wir denn jetzt dafür? Also, Dias. Ich hab mich verzählt. Wie viel hast du? Ich muss doch meine Versicherung zahlen. 3, 2, 5. Boah, das ist also, das zahlt euch ein Crimex im Jahr nicht. Das stimmt. 5 Dias, hä? Ach so, ich habe aber ehrlich, eine Frage. Ja. Warum müssen wir uns überhaupt schützen? Gegen wen überhaupt? Ich dachte, das darf alles nur im Bunker besprochen werden. Der muss abhörsicher auch sein. Wir bauen das Ganze jetzt und dann werden wir uns dort treffen. Oh, alles klar, alles klar. Kommst du denn jetzt selber gut mit dir? Gib mir doch mal mir welche. Okay, ich würde sagen, wir machen uns direkt an die Arbeit. Okay, ja, danke für die Verantwortung. Okay. Und wir fangen an. Bitte. Tschüss. Okay, Blackjack. Ich würde sagen, wir rüsten uns hier aus. Während die das bauen, kümmern. Junge, Team Diamant ist anders wild, seid ehrlich. Während die das bauen, kümmere ich mich mal um mein Auto. So, sind die Reifen oder wurde das gesprengt? Übrigens, danke an Lofty. Lofty hat hier mir Kuchen dagelassen. Willkommen auf der YouTuber-Insel, Lofty. Also sehr, sehr nett. Was haben wir denn hier? Ich hatte die Reifen doch im Inventar. Sag nicht, ich habe die weggeschmissen, ich Idiot. Ah, nee, hier sind sie. Perfekt. Wir brauchen aber mehr Reifen. Ich habe das aber alles schon vorbereitet. Ich hab ja 150 oder mehr Eisen gefarmt, ne? Ich habe auch Wolle gefarmt. Ich habe schwarzen Farbstoff gefarmt. Ist Amir wieder da? Nee. Ich war anders aktiv, ey. Also ich habe richtig gehasselt, Leute. Passt mal auf. Wenn ich jetzt nur alles finden würde, das wäre schon mal geil, ey. Mann, ich glaube, das ist auch alles explodiert, oder? Ich hatte doch viel mehr als eine Kiste. Wo ist denn jetzt hier? Wo sind denn die Tinten? Nee, die Tintenbeutel sind. Ah, nee, hier sind sie. Wollte schon sagen. Wolle, auch da. Perfekt. So, wir brauchen 8 schwarze Reifen. Bam. So, Jamelo. Schmus nicht so, mein Süßer. So. Wie ging Reifen nochmal? Irgendwie Eisen in die Mitte und das drumherum oder so? Ja, genau. So, bam. So, jetzt haben wir 4 Reifen, das passt schon mal. Jetzt brauchen wir eine Karosserie. Da müssen wir mal, gehen wir mal in dieses schlaue System hier und holen uns einen roten Sportauto. Okay, da brauche ich 4 roten Beton. Dafür habe ich tatsächlich auch schon alles gefahren. Passt mal auf.
Es war so klar, dass ich es falsch rummache. Ich bin gebrochen. Bam. So. Ich habe gar kein Wasser mehr. Kann das sein? Oh, die haben mein Wasser weggehauen. Wie nervig. Die Frage ist, wollen wir halt Crimex einweihen? Der ist ja so gesehen Businesspartner von mir. Also eigentlich sollte das doch auf jeden Fall gehen, oder? Nee, das ist der falsche. So. Jetzt haben wir das hier noch. So. Was fehlt uns noch? Wir haben das, wir haben das. Guck mal, jetzt hat er hier 4 Reifen. Ach, ein Motor fehlt uns natürlich noch. Können wir den schnellsten machen? Den 6-Zylinder-Bäumer. Brauchen wir 2-mal das. Brauchen wir 6 Eisenblöcke. Aber ich hab ja wirklich mehr als genug Eisen. Bam. Buff. Hammer. Easy. Boah, 6-Zylinder, der wird anders abgehen, ne? So, jetzt brauchen wir 6-mal das hier. Okay. Verdammt, wie mache ich so einen Stab? Aber wir sollten jetzt alles haben. 3, also 2 Blöcke, dann 2 Zylinder, 2 Feuersteine. Bumm. 2 Motoren. Und jetzt einfach diesen, oder? Warte mal, wie war das? So. Aha. 3 Zylinder, 6 Zylinder für den Turbo-Speed nämlich. Rein da, den Motor. Boom. Als nächstes brauchen wir einen Nummernschildhalter natürlich. So. Kommt auch noch ran, sieht man auch. Bumm. Ich habe keine Halterung gemacht. Ich habe mein License Plate gemacht. Das wollte ich natürlich nicht. Ich will die Halterung dafür machen. Welche ist denn das jetzt hier? Ah, hier. Nee. Ah, hier. Holder, genau. Aus Dias. Denn ich hab's, Leute. Ich hab's. Hä? Achso, warte, das muss so ein Eisenstab sein. Sekunde. Bam, 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 bam. Hoho, das muss hier rein. Zack. Guckt. Hohoho, geil. Genau, einen Tank brauchen wir noch. Das fehlt uns noch, einen Tank. Was brauchen wir denn für einen großen Tank? 6 Eisenblöcke habe ich da. Oh, das ist aber auch, also ein Auto zu craften ist ja unnormal teuer. Ich habe auf gar keinen Fall 6 Eisenblöcke. Ich habe 4. Okay, wir haben aber noch einen Stack Eisen noch am Start hier. Burnen wir mal. Okay, wie viel brauchen wir denn für ein Medium? Ah, direkt viel weniger. Okay, brauchen aber so oder so 3 Tanks. Die können wir schon mal machen. Okay, das heißt, wir brauchen 12 Glas. Hammer, nice. Die 3 Tanks haben wir auf jeden Fall. Jetzt brauchen wir nur, also mal gucken, ob wir genug Eisen haben. Ich denke aber eher nicht, weil wir brauchen schon sehr viel Eisen. Wie viel Eisen brauchen wir nochmal genau für einen großen? 6 Eisenblöcke. Ich habe jetzt 4. Nee, geht, da brauchen wir noch 2. Ja, das kriegen wir, das haben wir locker, flockig. Zum Glück war ich Eisenfarm. Wir können uns einen großen Tank machen. Das ist halt der Vorteil, dass wir einfach viel seltener voll tanken müssen. Das ist natürlich deutlich geiler, ne? Ich habe übrigens eine Idee für mein Haus. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die Idee findet. Da sind Katzenarre. Ich würde gern ein Wohnflugzeug machen. Also ein Flugzeug, was auch gleichzeitig eine Wohnung ist. Das ist doch geil, oder? Wie findet ihr die Idee? Lasst mal einen Kommentar da, ob ihr Ideen noch für das Flugzeug habt. Aber ich finde die Idee schon geil. So, wir haben genug für 2 weitere Blöcke. Das heißt, jetzt kommen die Blöcke oben und unten hin. Und jetzt kommen die Tanks in die Mitte. Zack. Und wir haben einen Large Tank. Perfekt. Pack mal rein. Und spawn das Ding. Oh. Unser wunderschöner Ferrari. Und passt mal auf, was jetzt passiert. Oh, wartet. Das war ein Fail. Ah. Banks. Boom. Doof. Banks. Geil. Steigen ein. Starten das Ding. Boom. Und fahren los. Wir haben nur 10. Oh, der ist überschnell. Damit gewinne ich locker jedes Rennen. Ah, ich bin falsch gefahren. Verdammt. Wir haben halt nur 10% Sprit. Das heißt, wir müssen jetzt schnell zu unserer Banks XI Crimex. Komme ich hier hoch? Verdammt. Und das ist nicht autogerecht. Ich muss ausmachen, ich verbrauche sonst Benzin. Aber hier muss ich doch hoch, oder? Ja, hier muss ich halt hochkommen. Aber man kann diese Treppen nicht fahren. Das ist ja quatschig. Wir müssen das erstmal autofreundlich machen, diesen Weg, ey. Wir brauchen Kohle und Stein. Das haben wir ja zur Genüge. Zack. Bruchstein müssen wir doch auch noch viel haben. Hier Kohle Mitte. Bruchstein einmal ringsherum. So, und jetzt machen wir diese Stufen damit. So, hallo. Bam, so, jetzt haben wir 16 Stufen. Das reicht easy. Hey, warte mal, warte mal, warte mal. Mal bitte Finger weg von meinem Auto hier. Ah. Aber kann ich da trotzdem drüber fahren?
mal testen, ob man da drüber fahren kann. Das weiß ich jetzt nämlich nicht. Scheiße. Ja, das müssen wir jetzt ein bisschen aufwendiger machen. Verdammt, ey. Ich glaube, ich habe die falschen Dinger einfach gecraftet. Ja, die sind doch viel. Ja, warte mal. Mann, das ist ja alles quatschig. Jetzt muss ich wahrscheinlich kombinieren, ne? Aha! Jetzt brauchen wir... Das ist eine Wissenschaft, das Auto da hochzukriegen. Ich sag's euch. Jetzt brauchen wir den fetten. Perfekt. Jetzt den dünnen. Perfekt. Jetzt den fetten. Perfekt. Und den dünnen. Perfekt. Und den fetten. Perfekt. Und den dünnen. So, jetzt müsste ich hier hochfahren können, oder? Jawohl. Super. Und das ist hier gar nicht autofreundlich gebaut alles. Mann, ey. Ich muss jetzt erstmal wieder alles abreißen. Ich habe nicht genug Blöcke. Wieso kommt man hier nicht hoch? Doch. Ah. Ich bin falsch gefahren. Warte mal. Ich muss hier lang. Ich habe, glaube ich, auch nicht mehr so viel Benzin. Ne? Ah, hier ist autofreundlich gebaut, glaube ich. Ah, perfekt. Sehr schön. Hoch hier. Und hoch hier. Ja. Oh, Crash. Mann, das ist halt viel zu schnell für den Stadtverkehr, das Auto. Ohne Witz. Hier müssen wir zum Gewerbepark. Oh, ich crash alle 3 Meter. Wie das sind. Das Ding ist überschnell, ne? Hier ist übrigens dieser Idea-Park, von dem ich vorhin geredet habe. So, jetzt hier ist unsere eigene Tanke. So, ich glaube, das war die richtige, oder? Ja, Start. Puh. Sportsauto, einmal voll tanken, bitte. Muss nichts bezahlen, ist ja meine eigene. So, der hat nicht viel gespeichert, ne? Einmal voll tanken, easy. Boah, voll getankt, das Ding. Wie kann ich denn das jetzt hier? Ah, 100%, 18% Damage. Das Ding kann kaputt gehen? Okay, wir sollten etwas vorsichtiger fahren. So, nice. Ich würde sagen, wir parken das erstmal hier. So. Schön ausschalten. Und wichtig auch, wartet, beide Schlüssel raus. Weil ohne Schlüssel, ich droppe mal die Schlüssel hier, kannst du das nicht starten. Hä? Wieso kannst du es ohne Schlüssel starten? Was ist das für ein Quatsch? Vielleicht, weil es mein eigenes ist? Hoffen wir mal, dass das Auto hier nicht geklaut wird. Aber ich habe ja beide Schlüssel. Ich denke, nur ich kann das ohne Schlüssel fahren. Weil das hat sogar ein NVT-Tag. Ich denke, nur ich kann das ohne Schlüssel fahren. Alle anderen brauchen einen Schlüssel. Hoffe ich mal nicht, dass es weg ist morgen. Puh. Ich hoffe sehr, euch hat die heutige Episode gefallen. Es war wieder ein wildes Abenteuer auf der YouTuber-Insel. Team Diamant wurde anscheinend gegründet. Lasst ein Like und ein Abo da. Würde ich mich sehr freuen, wie immer. Schreibt eure Ideen zu meinem Flugzeughaus in die Kommentare. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao.